Pegida trifft auf No Pegida, seit mehr als einem halben Jahr in Dresden das wöchentliche Ritual. An diesem Montag aber hatten sich beide Seiten besonders viel vorgenommen. Die Pegida-Organisatoren hatten diesen Parkplatz an der Messe großzügig einzäunen lassen. Man rechne mit 30.000 Teilnehmern, hatte das Bündnis im Vorfeld verbreitet. Mit einem prominenten Gast wollte Oberorganisator Lutz Bachmann dem zuletzt schwächelnden Pegida-Protest neuen Schwung bringen. Guten Tag! Guten Tag, Dresden! Rechtspopulist Geert Wilders, Chef der islamfeindlichen Partei Die Freiheit, war als Hauptredner angekündigt. Wie es sich für einen Stargast gehört, ließ der Niederländer erstmal auf sich warten. Jenseits des Zaunes und diverser Polizeiabsperrungen die Pegida-Gegner. Rund 3000 Menschen protestierten an verschiedenen Orten der Stadt. Auch sie hatten viel vor. Blockaden sollten Wilders Auftritt verzögern oder sogar verhindern. Wenn Sie so einen Menschen wie diesen Holländer Wilder hier einladen, der ja bekannt ist für seine faschistischen und rassistischen Äußerungen. Es ist für uns unverständlich, dass es das hier überhaupt gibt, die Pegida. Und es gibt aber ja eben auch schon diese Anti-Pegida und deswegen stehen wir hier. Ja, bloß ich finde es einfach echt schade, dass hier so wenig bei der Gegendemonstration dabei sind. Tatsächlich kamen weniger Demonstranten als erhofft. Und so erreichten die Pegida-Anhänger das Messegelände problemlos. Genau wie der Konvoi von Geert Wilders. Heißt mit mir herzlich willkommen Geert Wilders! Kurz vor 18 Uhr betrat der Niederländer die Bühne. Davor hatten sich höchstens 10.000 Zuhörer versammelt. Der erhoffte Promi-Bonus blieb damit aus. Hallo Deutschland! Eine knappe halbe Stunde redete Wilders, schmeichelte dem Dresdner Bündnis, wo er nur konnte. Ich weiß, wie schwierig es besonders in Deutschland ist, stolze Patrioten zu sein. Es gibt ja viel Widerstand. Aber in meinen Augen seid ihr alle Helden. Der Jubel, meist brav, manchmal ein bisschen frenetisch, die ganz große Euphorie kam nicht auf. Und dann brauste der große Gast auch schon wieder zurück zum Flughafen. Wie kam der Niederländer an? Um eine Antwort darauf zu erhalten, braucht man bei Pegida etwas Geduld. Spiegel Online. Hier hat ja gerade Geert Wilders gesprochen. Ich wollte Sie fragen, wie Ihnen die Rede gefallen hat. Können Sie das noch ausführen? Es war eine, keine rassistische oder wie Sie in der Presse gestellt haben, eine braune Rede. Nichts war braun, gar nichts. Es war richtig schön. Er hat ganz gemäßigt gesprochen, keine Übertreibungen gemacht. Es ist alles wunderbar verlaufen. Für einige Pegida-Anhänger endete der Abend mit einem kurzen Spießrutenlauf. Das wird es am kommenden Montag nicht geben, denn da macht Pegida wieder einmal Pause. Hau ab, hau ab!